Herzlich willkommen zu Captain Toads Treasure Tracker! Auf der Spur der Sterne befinden uns im ersten Kapitel, um genau zu sein, im ersten Level Aufbruch am Rupfpass und wir machen uns auf zum Rupfpass. Wie in jedem Level wird es mehrere Diamanten zu finden geben und dann eine kleine Besonderheit. In diesem Level ist es ein Goldpilz, den wir uns natürlich gleich schnappen werden. Ich zeige euch in jeder kleinen Map, wie ihr alle Extras finden könnt, sodass euch nichts erspart bleibt. Ihr seht hier, ich habe diesen blauen Cursor, das ist, weil ich mit dem Pro-Controller spiele. Wenn ihr mit dem spielt, könnt ihr mit R2 quasi den Touch auf den Touchscreen simulieren. Und zack, holen wir uns auch schon den ersten Diamanten. Wow! So, auf dem Weg noch schnell die Pflanzen mitnehmen. Und dann, Achtung, boost die Blume. Auf zum blauen Hebel und ihr seht schon, einmal Lift nach oben. Und hier gibt es schon die kleine erste Besonderheit, eine Rübe. Und mit der Rübe einfach auf den Pow-Stein drauf. Pow. Und schon ist der zweite Diamant uns. Wuhu! So, die anderen Rüben braucht ihr nicht. Und hier unter der Treppe findet ihr noch ein paar Münzen. Wuhu! So, einmal im Kreis herum und dann seht ihr dort oben den Scheiger. Um den wollen wir uns jetzt kümmern. Vorsicht. Schnell hoch. Los, down. Mit X könnt ihr reinzoomen, kann man besser zielen. Und dann geht es hier auch schon los mit einem kleinen Action-Game. Hol den Hammer, aber Achtung! Schnell hier runter und den Stein wegschlagen. Und zack, haben wir hier auch schon unseren Goldpilz. So, die mit dem Touchscreen. Guckt mal hier diese Poster. Tippt darauf. Das sind die bösen Poster von dem Vogel, dem Fresche, der unseren Stern geklaut hat. Und Toadette, oh nein! Mit dem Pro-Controller einfach drauf zeigen und R2. Ding! Und weiter geht's. Einmal Lift nach oben. Ihr habt schon gesehen, es gibt diesen Pilz. Das ist auch das einzige Item, was wir bislang hier sammeln könnten für den Toad. Damit wird er wieder groß. Also wenn ihr einmal von Shy Guy oder so getroffen werdet, habt ihr da quasi noch eine zweite Chance. Solltet ihr gerade groß sein, dann kriegt er einfach 10 Münzen. Guck mal hier. Bip, bip, bip. Und hier bei dem Clown einfach mal Hallo sagen und schwupps haben wir unseren dritten Diamanten. Und das war's auch schon hier im ersten Lauf. Einfach mal den Stern abholen. So, wer glaubt, das war's, hat sich geschnitten. Wir haben jetzt zwar alle drei Diamanten gesammelt und den Goldpilz. Dafür kriegen wir hier oben den Stempel. Aber Pixel Toad erscheint. Und jetzt wollen wir noch Pixel Toad entdecken. So, dafür müsst ihr einfach unten jetzt ZR drücken oder auf dem Touchscreen den Pixel Toad anklicken. So, jetzt versteckt sich der kleine Racker hier im Spiel und ihr könnt einfach frei rumlaufen, so lange bis ihr ihn gefunden habt und dann tippt ihn einfach auf dem Screen an. Und los geht's! Pixel Toad hält sich in diesem Level versteckt. Kannst du ihn aufspüren? Natürlich! Und los geht's! Guck mal, da hinten ist er schon. Und ihr müsst auch gar nicht hinrennen. Ihr könnt einfach drauf zielen und tippen. Tada! Das reicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich doch gerne wissen mit einem Kommentar, Daumen hoch oder schreckt mir euer Herz mit einem Abo. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit Toads Treasure Tracker!